Tom, ne? Also mit 32 in die 28 Ton werden wir jetzt... Ah, wir haben hier noch. Schaut mal, wir haben hier noch. Keine Panik auf der Titanic. Das Schiff wird untergehen. Das ist gewiss. So, und jetzt haben wir genug. Man kann Ton auch finden. Ja, das stimmt. Aber würde YouTube das Video wirklich sperren, nur weil du zur Weihnachtszeit ein bisschen Last Christmas singst? Würde es YouTube erkennen können, so wie du singst, nichts gegen deinen Gesang. Lieber Smartentech, ich höre deinen Unterton raus. Ich weiß es nicht. Also rein theoretisch gesehen wäre ich ja der Urheber, andererseits das geistige Eigentum. Naja, ich weiß es nicht. Ich will es nicht riskieren. Hast du nur Twitter oder Insta? Nee, Insta nicht. Ich weiß gar nicht, was bei Insta soll und machen kann. Nee, ich nutze nur Twitter. Facebook auch nicht, weil Facebook ist... Das ist für deine Mutti. Also das... Nee, Facebook ist überhaupt nicht mein Ding. Ich spiele später nach dem Stream Stardew Valley. Ja, das freut mich, wenn die Musik dich dahin bringt. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir nämlich hier weitermachen. Und das war Girlande. Schreibt das falsch? Willst du mich veräppeln? Girlande, so schreibt man das. Girlande. Das ist, ne, Sätzen 6. Wir sagen mal nichts. Ich nehme mal alle. Das spielt keine Rolle. Wir nehmen alle. Den Rest können wir ja gleich... Finde ich schön. Doch, finde ich schön, dass es auch so abwechselnd ist. Und auf der anderen Seite machen wir die andere Girlande gleich. So, die kann nämlich jetzt wieder rein. Die machen wir wieder nutzbar für uns. Welche waren das? Girlande. Wir brauchen Schneemann. Ja, man kann es auch so super erkennen. Neun ist das, glaube ich. Girlande 9. Wir gucken mal. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist pretty nice. So. Da noch. Und da. Soll es um die Ecken gehen? Nein, das wäre zu viel, ne? Wir machen nur die Seiten hier. Nur die Seiten. Und hier brauchen wir... Ja, das kriegen wir auch noch hin. So, und jetzt würde ich gerne die anderen haben wollen. Die passen nämlich auch zusammen. Twitter ist gleich bester. Ja, das stimmt. Twitter ist eine ziemlich coole Sache. Das kann man für die Communication gerne mal nutzen. Oh, die Musik ist so schön. So, jetzt suchen wir mal eine andere Girlande. Ich bin eine gierige Lande. Verstehst du das nicht? So, wir schauen uns die beiden mal an. Socken und... Ach, das ist ja witzig, das passt sogar fast zusammen. Sehr schön. Dahin, dorthin. Da, und jetzt hänge ich hier irgendwo. So, und dann haben wir es doch. Und dann kommt die dagegen. Sehr schön, es gefällt mir. So. Das machen wir gleich alles zu. Wie gesagt, wir werden das jetzt alles in Ordnung bringen. Ich halte mich bei der Dekoration an den Spruch, weniger ist mehr. Ist das schon zu viel, liebe Leute? Ist das zu viel? Ist das zu viel Weihnachten? Sagt es ruhig, wir können hier auch wieder abschmücken. Ich hätte gedacht, hier so den Gang an der Seite ist okay, hier so ein kleines bisschen was, da so ein bisschen was. Der Raum wäre halt jetzt fertig für mich, ne? Der wäre so klassisch fertig. Klar, wir machen den noch heile, der Kram kommt hier raus, den Tesseract können wir, wenn wir wollen, painten. Reiseanker, Entschuldigung. Das Gedöns kommt auch alles raus, das ist klar. Aber ich fand das jetzt nicht so viel. Aber wenn euch das zu viel ist, das wird auch noch repariert, schreibt es gern. Celron ist gleich gierige Lande. Habe ich es richtig gelesen? Ich hoffe schon. Laptop ist ein bisschen klein geschrieben. Nee, das ist nicht zu viel. Ich würde sagen, das ist echt ein bisschen zu viel. Zu viele Girlanden.
Okay, ich sehe schon, super, wir sind uns einig. gut, dann würde ich sagen, dann kürzen wir das ein bisschen. Wir machen an jeder Seite mal 3 weniger. Wir machen dafür vielleicht ein anderes dekoratives Mittel noch oder so. Mal gucken. So sieht es doch aus. Und hier machen wir mal... So, haben wir alles da. Da haben wir 4 Stück genommen. Dann müssen wir hier auch 4 machen. 1, 2, 3, 4. Ja, sehr schön. Das hat doch mal funktioniert. So, vielleicht sieht es jetzt besser aus. Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, oder? Das Doofe ist, die müssten genau gegenüber sein. Nee. Dann mache ich es lieber so. Zumindest die Seite können wir ja ganz lassen und die andere, die machen wir dann halt nicht zu Ende. Der Küchenbereich ist ein bisschen unterdekorierter, dann passt das doch. Okay, Shani oder Shani, ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube Shani, das hört sich rund an. Ich weiß es aber nicht. Find's gut, dass hoch an der Decke ist. Ist alles okay. Sehr schön, das freut mich zu hören. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Sitte, ojo. Ja, da kann jemand... Ah, sehr schön. Da kann jemand Espanol. Okay, dann lassen wir's. Kannst du Spanisch? Hola! Wer meinst du, Smarte Tech? Ja, ja, Maya, ich weiß, dass du sehr lieb bist. Shani? Habe ich Shani gesagt zuerst? Das war richtig. Shani? Zuletzt hatte ich Shani, glaube ich, gesagt. So amerikanisch eher. Shani. So, jetzt sieht's gut aus. Sehr schön. Den Raum machen wir zum Schluss fertig. Ich würde sagen, dann dekorieren wir weiter. Wir haben Girlanden in der Hand. Ich würde sagen, hier machen wir nicht too much, ne? Denn wir brauchen ja unser Flatscreen genießen. Und was mögen wir im Wohnzimmer nicht, wenn alles vollgemüllt ist, ne? Das heißt, hier werden wir uns dezent zurückhalten. Es wird nur über der Essecke was sein. Es geht nicht. Es geht nicht über die Ecke. Dann weg damit. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf. Ich hoffe, ihr hört es nicht so sehr. Es tut mir leid. So kann man das doch anbieten, oder? Das ist so ein kleines, schnückliges Ecklein. Das ist okay, glaube ich. Vielleicht. Ja, vielleicht kann man da auch noch was machen. Komm, dann machen wir die daran. Man kann es machen. Ah, lass mich da durch. Zack, zack. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, der Raum ist dezent, oder? Und man sieht aus dem Fenster einen Tannenbaum. Das ist cool. Irgendwie mag ich diesen Soundtrack. I don't know warum. Melonmensch ist am Start. Hallihallo. Ja, das erste, schreibt Shani. Ja, das erste. Okay, liebe Shani. Shani, dann haben wir es jetzt. Du kannst mal anders Internet gehen beim Fernseher. Ich weiß, lieber Falstext, da habe ich sogar noch eine Idee. Eine Idee habe ich. Wir haben Girlanden in der Hand. Ja, so sieht's aus. Mit dem Fernseher. Mit dem Fernseher. Entweder werde ich mal irgendwann einen Trailer basteln, wenn mir zum Beispiel jemand... ich bräuchte Blenderhilfe. Ich bräuchte gute Tutorials. The Special Triplex ist am Start. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich müsste mit Blender mal arbeiten. Ich weiß nicht, ob man diese Welt in Blender kriegt. Da hier so viele Mods drin sind, wird es problematisch. Wird es problematisch, dass man da ein kleines Blender-Video macht oder so. Maya sagt, bist du böse? Warum, Maya? Was ist los? Maya, irgendwie verstehe ich gerade nicht, was dein Problem ist. Hier ist niemand böse.
Julia, hallo, ich häng grad den ganzen Schmuck auf. Du könntest natürlich auch helfen. Das würde übrigens auch gehen. Zum Beispiel so. So wollte ich es machen. Würde rein theoretisch gesehen auch gehen. Finde ich aber too much. Ich finde halt, die gehören an der Wand. So, oben können wir auch noch ein bisschen schmücken. Und die Küche. Ja, in der Küche brauchen wir nicht so viel. Da haben wir das, das reicht. Und das. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hoch. Schnell hoch. Ich kann auch Cinema 4D-Sachen machen. Wow, okay. Das kann ich auch für dich machen. In Klammern helfen. Ich habe Cinema 4D aktuell nicht. Oder einfach nur helfen. Blender kenne ich ein bisschen. Okay, aber ja, ich muss ein neues Wort, ich muss ein neues Wort in Sperre aufnehmen und ich muss jemanden sperren. Schimpfwörter dulde ich hier nicht. Auf Wiedersehen. So, wir haben einen Besucher weniger, denn der wird jetzt beleidigt abziehen. Das ist immer so. Es gibt es Erfahrungswerte. Hier machen wir natürlich das Gegenstück noch. Das müssen wir natürlich machen. So. So, und ich würde sagen, wir dekorieren das hier nicht über. So ein ganz kleines bisschen dezentel. Und hinten kann vielleicht noch eine andere ran. Das wollte ich nicht. So. Gut, ich würde sagen, das sieht nicht so schlecht aus, aber ich muss das hier wegnehmen. Sonst sieht das sehr komisch aus. Ja, hier mit dem Magierraum, den brauchen wir nicht schmücken. Was sollen wir da auch schmücken? Oh, hast du nicht gesagt, Melemensch. Doch, Melemensch hat leider einen kleinen Dachschaden. Wie gesagt, er wird sicherlich schon nicht mehr zuschauen, weil er eine beleidigte Leberwurst ist, aber ist halt so. Ja. Aber du wirst die ganzen Mod-Sachen nicht in ein 3D-Programm bekommen. Sicher bekommen wir das. Sicher. Nein, wahrscheinlich nicht. Ganz gut. Ich kann überhaupt nicht modellieren. Ich habe vom Modellieren null Ahnung. Null. So, ich müsste aber eigentlich mal zählen, wie viele Leute wir in der Sperrliste haben. Das wäre interessant. Den Weinkeller brauchen wir jetzt nicht so unbedingt dekorieren, oder? Ich meine, es ist ein Keller. Also einen Keller dekoriere ich nicht. Hier haben wir so einen Smoothie-Fahrstuhl. Lass uns Fahrstuhl fahren. Den muss ich auch noch painten, dass der schicker aussieht. Und eine Wand vormachen. Es sieht ein bisschen doof aus, dass man hier durch die Höhle fährt. Das müssen wir noch optimieren. Aber das kriegen wir hin. Wir sind beim Reaktor. Ja gut, ich wollte den Fahrstuhl nur mal zeigen. Zack, zack. Und schon sind wir wieder oben. Oh, Maya hat einen gebrochenen Arm. Dann eine gute Besserung. Auf jeden Fall eine gute Besserung. Das ist immer übel. So, ich würde sagen, jetzt brauchen wir Birkenholzbretter. Ah, ich muss runter. Mist. Und die Fassaden. Das können wir uns mal schnell holen. Ja, ich glaube nur, ich weiß, dass du animierst und so. Das Problem wird nur sein, dass, ich glaube, mir kann da nicht geholfen werden, weil... Ich würde das ja gern selber lernen und das wird ewig dauern. Ewig. Ewig, ewig. Bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter wird es dauern, bis ich das kapiere. Ach, den Daumen hast du gebrochen. Ach so. Oh, das ist natürlich auch übel. Wie hast du das geschafft? Wie kann man sich den Daumen brechen? Was bist du denn hier? Du leuchtest mir so. Okay, ein Schaltkreis. Es ist ein Schaltkreis. So, dann müssen wir schauen. Was wollten wir jetzt unten machen? Birkenholz. Liebe Birke, gib mir dein Holz. So.
So, dann würde ich sagen, der Schüssel runter. Let's schüssel again. Zack. Und dann geht's erstmal wieder hoch. Naja, so lange dauern wird es sich. Ja, wir schauen mal. Wir stehen ja in flüchtigen Kontakt. Wir schauen mal. Bedenke, dass ich noch Texturen machen muss. Das wird schwierig genug. Und ich muss mal zwischen den Folgen ein bisschen Lehm farmen, also Ton. Zeiron und sein Birkenholz. Ja, ich würde am liebsten jetzt den Holzsong anmachen, ne? Aber das Problem ist, Urheberrecht. Ne? Man kann keinen Spaß auf dieser Welt haben. Nein, also ist halt leider so. Leider Urheberrecht, man darf das nicht machen und sonst wird das Video, ja, demotinaranisiert, was jetzt nicht so schlimm ist. Da kriege ich eh kein Geld rein. Arbea, Rababea. Und jetzt kommt's, haltet euch fest. Es könnte gesperrt werden. Und das wäre unsexy. Nee, das ist nicht Fassade. Wie heißen die denn? Wie heißen sie? Wir haben sie 100%. Wir haben sie 100%. Weißes Glas. Ich muss sie nur sehen. Dann, okay, okay. Wahrscheinlich haben wir nichts mehr. Kriegen wir auch anders raus. Dann machen wir das so. Oh, beim Spielen. Du musst das nicht mal dreimal schreiben, Maya. Du musst wirklich nicht immer alles dreimal schreiben. Also ich lese das schon, ne? Nur weil ich nicht sofort antworte. Also ich kann mich hier jetzt auch hinsetzen, dann lese ich nur den Chat. Und wir würden das Spielen sein lassen. Das würde natürlich gehen. Aber ansonsten bitte ein bisschen Geduld, wenn wir auch ein bisschen spielen wollen. Riquada? Ist das richtig? Riquada? Ich bin mir nicht sicher. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schreib mir bitte mal, wie ich den Namen aussprechen kann, darf, soll und muss. Und Ender.io. Wir benötigen Ender.io. Wie heißen diese Fassadendinger hier? Es gibt nur eine Seite. Es gab doch diese... Sind die nicht von Ender.io gewesen? Wisst ihr was? Wir machen das anders. Muss man mal kurz einkaufen. Oh ja, dann geh mal einkaufen, dass du heute Abend essen kannst. Das wäre ein guter Plan. Eine Stunde sind wir noch auf Sendung. Eine Stunde streamen wir noch. Und hier, wie heißen die? Birkenholzbretter. Nein, ich nehme den mal weg. Dann finden wir das ganz schnell raus. Es ist eine Leitungsverkleidung von Ender.io. Okay, wir brauchen Leitungsverkleidung. So, dann machen wir das in Ordnung. Naja, bis Januar ist ja nicht mehr lang wegen Texturen, das stimmt. Und den Namen spricht man Requ-da aus. Requ-da. Ich hoffe, es ist richtig. Herzlich willkommen, Requ-da. Schön, dass du da bist. So, jetzt nicht vergessen, Leitungsverkleidung. Haben wir nicht? Warum haben wir keine Leitungsverkleidung? Leitungsverkleidungen. Ja, ich würde mal sagen, wir bauen ein paar. Ich weiß nicht wie viel, aber so ein paar können es sein. Ich sag mal 10 Stück. Den Painter müssten wir... Boah, wo steht denn der Painter? Das ist die große Frage. Wahrscheinlich oben. Birkenholz brauchen wir natürlich auch noch.